Eine ganz kleine Unsicherheit. Sprung jetzt. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Geht da schön drüber. Ausfahrt, zweite unten, ja, rauf, der Rafa. Oh, 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 Gottes, oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh. Ja, na, bist du. Oh, ist der in die Höhe geschmeidert worden. Du, Meister, mach das nicht. So, er ist da. Wie ist das geschenkt? Wo die Wellen oben, oh, der fährt dann die haut sie ihn auf, schau. Ski nach vorne, ja, dann irgendwo ein bisschen, ja, eingehakt, na, vielleicht. Wahnsinn. Na, Wahnsinn, eine Seite. Schließt einen Salto und dann aufs Becken. Ein Ski, Gott sei Dank. Jetzt geht's los und ich freue mich, dass der Hans jetzt auch rechtzeitig bei mir ist. Servus. Servus, grüße. Bin noch ein bisschen außer Atem, aber schau. Ui. Achtung, Achtung. Okay. So, und der erste schwere Sturz hier. Ich wollte gerade sagen, 5. bis 6. dauert die Welle. Und man pfeift da schon mit einem Höllentempo hin. Um Gottes Willen. Also das hat nur wenige Sekunden gedauert. Hier, schauen Sie mal, wie steil das hier ist. Ja. Oh Gott. Oh, der hat noch Tempo aufgenommen hier, ja, ohne Skier. Leider ist dann erst zu erkennen, wie schnell es da schon war. Das ist der zweite schwere Rückschlag für das deutsche Skiteam. Oh Gott. Nach Tobias Stechert gestern. Aber ich glaube, bei ihm... Ja, jetzt bin ich gespannt. Steigt er auf die... Ganz will es wissen. 23 Hundertstel Vorsprung oben. Das gefällt mir. Null Respekt. Geht einfach direkt rein. Und da rennt Nummer 2, da weit draußen, aber er hat die Chance, aber mitgenommen. Aber, das tut er. Volle Gottes Willen. Und er hat das Bewusstsein verloren. Er hat keinen vollen Deutschland voller Welt. Gibt's denn sowas? Er hat nie mehr reagiert, schau mal her, können. Schau mal, ich habe gesehen, durch. Genau, Bumsen. Aber dann erst. Und dann, was ist, da hat er schon das Bewusstsein verloren gehabt. Ein Tor. Brille verloren und dann mit dem Was muss da oben passieren? Ist wieder bei Bewusstsein. Wo ist die Hilfe? Wo ist jetzt die Hilfe?